Ja, guten Morgen auch von mir. Für die, die mich nicht kennen, ich möchte mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Colin McLemore und ich freue mich auch wieder heute mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich bin außerdem tätig hier in der Jugendarbeit, zum Beispiel im Nau-Team oder im Leithaus, im Damen-Mitarbeiterkreis. Vielleicht haben die einen oder anderen mich da schon mal gesehen. Bevor wir jetzt gleich in die Predigt einsteigen, möchte ich gerne noch mit uns beten. Ja, Vater, hab Dank, dass wir wieder Gottesdienst feiern können, dass wir uns hier versammeln dürfen zu deiner Ehre. Du siehst, ja, was wir mitbringen, was unsere Gedanken sind, die wir uns heute Morgen hier beschäftigen. Ich bitte dich jetzt einfach, dass du ja unsere Ohren aufmachst, unsere Herzen öffnest für das, was du uns in der Predigt sagen möchtest. Amen. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich habe es eben gerade schon gesagt. Ich bin im Leithaus, im Jugendkreis unserer Gemeinde tätig. Und letzte Woche, Donnerstag, war auch wieder Jugendkreis. Und dazu möchte ich euch jetzt kurz mitnehmen. Was machen wir im Jugendkreis? Dort beten wir, wir spielen und wir lesen gemeinsam in der Bibel. Durch eine vorbereitete Andacht von einem Mitarbeiter oder von einem Jugendlichen tauschen wir uns dann über Gottes Wort aus. Und eben letzten Donnerstag oder vorletzten Donnerstag haben wir gesungen, gebetet und wie eben erwähnt auch wieder eine Andacht gehabt zum Thema Glauben und Gesetz. Wir haben festgestellt, dass wir alle Gesetze kennen. Ich habe mal so einen Fact mitgebracht, also einfach so eine Information. Allein in der Bundesrepublik in Deutschland gibt es 1773 Bundesgesetze. Und das entspricht ungefähr 50.738 Paragraphen, welche meinen, über eine Gerechtigkeit zu entscheiden. Die ganzen Zahlen sind gar nicht so relevant, also könnt ihr auch gleich wieder vergessen. Ich dachte, das ist ein ganz guter Einstieg. Also erstmal Gesetze gibt es hier in der Bundesrepublik in Deutschland. Und diese Gesetze regeln Beziehungen zwischen Menschen untereinander. Es wird entschieden, ob eine Handlung, eine Situation gerecht oder ungerecht ist. Und Gesetze streben nach Gerechtigkeit. Und es wird bestimmt, wem Recht zugesprochen wird und wer sich an das geltende Recht hält. Ein solches Gesetz können wir auch in der Bibel finden. Die Gebote des Herrn, welche durch Mose an sein Volk gegeben wurden. Diese regeln eben wie in der Bundesrepublik hier in Deutschland unter anderem das Zusammenleben von Menschen. Wir kennen sie alle als 10 Gebote, die wir vorher in der Schriftlesung von Samuel gehört haben. Gott gibt klar vor, was ein fehlerhaftes Verhalten ist und was als ungerecht vor Gott gilt. Gerecht ist nur die Person, welche sich an Gesetze hält. Dadurch sollen eine Gerechtigkeit geschafft werden. Doch wer kann sich nun als gerecht nennen? Und dazu möchte ich euch mit in eine andere Situation reinnehmen, in der es auch um Gerechtigkeit geht. Stell dir vor, du kniest auf dem Boden. Die Sonnenstrahlen treffen in dein Gesicht. Du kannst deine Augen kaum öffnen. Mit zusammengekniffenen Augen versuchst du, die Töne um dich herum zu deuten. Langsam versuchst du, deine Augen zu öffnen. Du erkennst Menschen mit einem Handy um dich herum. Einige rufen: Film weiter, das werden wir direkt auf den sozialen Plattformen teilen. Du fragst dich, was ist hier los? Und wenn du ein offener Mensch bist, der das gerne mag, um vielen Menschen herum zu sein, da fühlt sich das vielleicht gut an. Als du siehst, dass viele Menschen um dich herumstehen. Als wärst du eine berühmte Person, vielleicht ein Star. Aber auch irgendwie etwas gruselig. So viele Menschen um dich herum. Doch dann hörst du, was die Masse schreit. Alle sollen sehen, was er Falsches getan hat. Du gehörst getötet. Eine sehr unschöne Situation. Was hast du Geschlechtes getan? Menschen erniedrigen dich.
klagen dich an, so wie sie schreien für deine Fehler, die du getan hast. Von allen missachtet und sogar zum Tode verurteilt oder in den sozialen Medien bloßgestellt. Ich denke, dass die Frau, um die es heute gehen soll, sich auch so oder so ähnlich gefühlt haben muss. Viele Menschen standen um sie herum und sie stellen sie öffentlich aufgrund ihrer Sünden an den Pranger. Und diese Frau ist nicht gerecht. Sie soll aufgrund von Missachtung von Gesetzen gesteinigt werden, denn sie ist des Ehebruchs schuldig. Diese Geschichte steht in unserem Predigttext im Johannesevangelium im 8. Kapitel. Und dazu möchte ich die Verse 1 bis 11 vorlesen. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie standen immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. In unserem Predigttext aus dem Johannesevangelium wird eine Gerichtsszene skizziert. Diese ist, wie es scheint, auf den ersten Blick mit einer Gerichtsverhandlung, welche wir kennen, vergleichbar. Wir haben eine angeklagte Person, in diesem Fall mehrere Kläger und einen Richter, welcher über die Gerechtigkeit der Situation entscheiden soll. Ist diese Person gerecht oder ungerecht? Soll diese Person verurteilt oder gerettet werden? Anders als bei uns heute im Gerichtssaal wird die Sünde der Frau durch den Ehebruch hier direkt vor allen Anwesenden offenbar. Sie wird wortwörtlich an den Pranger gestellt und alle erfahren von ihrem fehlerhaften Verhalten. Auch die Strafe, die auf diese Situation folgt, scheint von einer heutigen Strafe abzuweichen. Steinigungen gibt es nicht mehr, zumindest in Deutschland nicht. Dennoch soll die Person zur Rechenschaft gezogen werden. Die Ankläger fragen Jesus, wie das Urteil der Gerichtsverhandlung ausfallen soll. Soll diese ungerechte Frau gesteinigt oder gerettet werden und von ihren Sünden freigesprochen? Durch seine Antwort: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Durch diese Antwort macht Jesus ziemlich direkt klar, dass wir alle Sünder sind und auch die Ankläger, die wir eben gerade gesehen haben in der Geschichte, den Platz der Ehebrecherin einnehmen könnten. Jesus macht deutlich: Wir alle sind Sünder. Die Kläger, die Menschen um die Frau herum, waren alle nicht sündenfrei, nicht gerecht, weshalb niemand hätte überhaupt einen Stein werfen dürfen, außer eine Person. Jesus.
Jesus Christus, der, der sündenfrei ist, wäre der Einzige, der überhaupt das Recht hätte, diese Frau durch den Stein töten zu dürfen. Denn Jesus ist ohne Sünde. Und er, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz hätte walten lassen können, ist derjenige, der vergibt. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Wir alle brechen täglich Gesetze, begehen Fehler in unserem Leben und sündigen. Wir entfernen uns durch unsere Handlungen von Gott. Ich denke, wir alle befinden uns täglich mehrfach in dieser Situation der Ehebrecherin und Sündigen. Und wenn du so darüber nachdenkst, werden dir bestimmt deine Fehler einfallen. Vielleicht wirst du in diesem Moment auch konkret etwas vor deinen Augen haben. Wir sind nicht gerecht und erst recht nicht gerecht vor Gott. Und genau das weiß Gott. Gott weiß, dass wir nicht aus uns selbst heraus gerettet sein können, dass wir Sünden begehen. Er sieht und erkennt die Sünden, die du auch gerade vielleicht vor Augen hast. Auch wenn du vielleicht versuchst, diese von der Öffentlichkeit fernzuhalten und zu verstecken, so wie die Ehebrecherin, die versucht, ihre Sünden vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Doch sie wurde erwischt und ihre Sünden wurden offenbar. Vielleicht haben wir, wenn man das so sagen kann, das Glück, dass unsere Sünden nicht in der Öffentlichkeit preisgegeben werden. Doch sind deine Sünden bei Jesus offenbar. Denn bei ihm gibt es kein unter den Teppich kehren. Bei ihm gibt es kein Verstecken. Denn er sieht deine Sünde, an welche du vielleicht auch gerade denkst. Und er kennt noch viel mehr. Er kennt dich zu 100%. Jesus kennt unsere Sünden ganz genau. Er sieht, dass wir nicht gerecht sind. Doch wie schön ist es zu hören, dass er uns vergibt. Trotzdem, jedes Mal. Er hat für deine und für meine Schuld am Kreuz bezahlt. Und er ermutigt uns, dass wir bei ihm unsere Sünden abladen dürfen. Und dazu ruft Jesus auf. Er ruft dazu auf, umzukehren und nicht mehr zu sündigen. Wir brechen täglich Gesetze. Wir können kein gerechtes Leben führen. Dafür müssten wir ohne Schuld sein. Doch das sind wir nicht. Wir sind schuldig und können nicht auf unsere Gerechtigkeit vertrauen. Wir können nicht darauf vertrauen, dass wir aus uns selbst heraus gerettet werden. Genauso wie die Frau, die nicht aus sich selbst heraus, sondern nur aufgrund von Jesus am Ende der Geschichte nicht gesteinigt wurde. Sie hat Fehler gemacht, so wie jeder von uns. Doch Jesus Christus, der Mensch, der ohne Schuld und Sünde war, gab sein Leben für dich, dass du durch seinen Tod am Kreuz gerecht vor Gott sein kannst. Denn er hat dich von deiner Sünde befreit und diese auf sich genommen. Wenn wir auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen, werden wir ewiges Leben finden. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Vater, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und wie schön ist es zu hören, dass du barmherzig bist, dass du sogar deinen einzigen Sohn gegeben hast, dass er ja das Bündnis mit dir wieder ins Reine bringt, dass wir zu dir kommen dürfen. Und Vater, das möchte ich auch. Ich möchte dich darum bitten, dass wir ja jedes Mal, wenn wir sündigen, wenn wir Fehler begehen, dass wir den Weg zu dir finden. Denn bei dir dürfen wir sicher sein, dass du uns vergibst, dass du uns gerettet hast durch Jesus Christus. Amen.